Und während unserer nächsten Mission, also während wir das nächste Bündnis schließen, Grüße, werden wir Eivor. Das wohl hinbekommen. Hallo, Randweh. Ich betrat Jofurvik Schier, um Jarl Halfdan zu treffen und ging als Freundin König Halfdans. Wir haben endlich einen Schwur. Yeah. Gut. Sehr gut. Haben wir erreicht. Ziemlich gut. Unser Dorf hat ein Upgrade bekommen. Sehr nice. Muss da kurz laden, die ganzen Daten. Mal sehen, was für Upgrades ich jetzt machen kann. Beziehungsweise wir. Wir gemeinsam. Da sind anscheinend ein paar mehr Daten. Neue Quest, verlorener Ruhm. Okay. Bekannte erhöht, Stufe 5, Siedlungsstufe. Dann schauen wir mal, welches Bündnis wir als nächstes eingehen werden. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Bitte. So, entweder Glowichinski, Winchester oder Snottinghammer Shear. Ich denke, dann gehen wir hier hin, da die empfohlene Stärke entsprechend auf unserem Niveau ist. Nicht wahr? Ja. Was geht in Glowichinski Shear vor sich? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Gunnar aus seiner Schmiede verschwunden ist. Er reiste nach Glowichinski Shear, um eine Frau zu suchen. Frau? Er ist verliebt. Oh. Wann ist das denn passiert? Wann passiert das unserem treuen, liebestollen Schmied nicht? Aber es hat etwas Gutes. Er bittet dich, zu ihm zu stoßen. Um ihm bei seiner Suche zu helfen? Sorg dafür, dass er sich nicht zu peinlich aufführt. Ich glaube, er denkt, deine Anwesenheit stärkt sein Ansehen. Gut möglich. Neue Verbündete. Glowichinski. In Ordnung. Ich spiele Gunnars Hüterin, wenn auch nur, damit er in einem Stück zurückkehrt. Sehr großzügig von dir. Na dann, auf nach Glowichinski. Dort findest du ihn. Glowichinski. Das ist sehr simpel eigentlich. Okay. Die erste Nachricht von Samhain. Sprich im Westen von Glowichinski mit Gunnar. An der Vereinigung der Flüsse Afena und Tense im westlichen Teil der Stadt. Okay. Ist das nicht Randweh? Das wird wohl eher nicht so die Quest sein, sondern eine andere. Mehr Handwerk. Ah, das ist die Quest mit Heitern. Das wollen wir eigentlich machen. Als nächstes. Aber nun gut, erstmal helfen wir unseren guten Freund Gunnar. Wo ist die Quest? Im Westen von Glowichinski. Hier ist Glowichinski. Also hier, also irgendwo. Dann reisen wir hier hin. Und schauen mal, ob wir den Ort finden, wo sich der gute Gunnar aufhält. Legendäre Geschöpfe. In der ganzen bekannten Welt gibt es legendäre Geschöpfe, deren bloße Erwähnung die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Sei auf der Hut, wenn du diesen sagenumwobenen Tieren begegnest. Horn. Mit deinem Horn kannst du dein Langschiff zu einem nahegelegenen Fluss rufen. Außerdem kannst du deine Besatzung damit befehlen, feindliche Orte in Ufernähe anzugreifen. Ziemlich praktisch. Oh, hier fehlt uns noch ein Reichtum. Cool, das ist da vorne. Erstmal setze ich mir einen Punkt auf der Karte. Ungefähr hier. Auf dem Weg können wir vielleicht ihn dann noch mitnehmen. Und der ist leider nicht auf dem Weg, deswegen lassen wir das Reichtum erstmal außen vor.
Wo kann ich denn hier runter springen? Auf der Seite? Ja, ne? Da aber auch. Das sah nach einem Heuhaufen aus. Upsi. Er soll mal vorkommen, so ein Todessprung. Ups. Schwere Angriffe sind langsamer, fügen aber höheren Schaden zu. Naja. Ins Wasser können wir aber springen. Upsi. Müssen wir die Punkte neu setzen? Ich glaube schon. Ja. Ein Punkt und noch ein Punkt. Das müsste ja so ziemlich bestlich von Glowe Chester sein. Ich hätte gern aber auch noch diesen Aussichtspunkt. Aber der ist schon ziemlich weit weg. Vielleicht können wir da innerhalb der Quest mal näher ran. Frage mich, ob wir hier auch runterspringen können. Können wir. Gut. Aufzeichnen zu einem Traum. An alle die Folgen. Ich habe Trost und Frieden finden können nahe dieser schroffen Felszunge. Letzte Nacht träumte ich, dass ich ganz nach oben kletterte und dort den Erzengel Michael traf. Seine mächtigen Schwingen erhoben mich in den Himmel. Ich muss mit ihm gehen. Ich muss. Okay. Fertig, McFatwert. Trage mich. Und begleite mich zu der Schlacht mit diesem Ordensmitglied. Ich hoffe, es ist kein allzu schwerer Gegner. Und wir können ihn recht simpel befreien. Ich nenne es mal den Befreiungsschlag. Wir befreien ihn aus den Klauen des Ordens. Hoffe ich. Gib mir viel Mühe. Mal schauen, ob er sich befreien lässt von uns. Hier vorne ist er auch schon. Gucken, was für eine Stärke er aufweist. Wenn er weit über mir liegt, versuche ich es ja erst und reise einfach weiter. Hallo? Björn-Ziege. 280, okay. Okay, Damage machen wir hier wirklich. Obwohl es geht. Und wir machen uns nicht wesentlich mehr Damage als wir ihn. Doch, den kriegen wir aber. Den kriegen wir. Nice. Nice one. Hältst du durch, kleiner Rabe? Schon, ja. Und du? Nice. Nice. Geschafft. Dafür, dass er so viel Beifall, also er hatte 280 Stärke,
Dafür haben wir uns wacker geschlagen. Nicht schlecht. In diesen alten Welten lag ich oft und betete. Die Blätter mögen mich bedecken, damit ich sie wie ein Tuch über mich ziehen könnte und dem Gehörnten in einem Bett aus Blättern begegne. Bette mich zur Ruhe mit einem Lied. Dieses Lied wird nur aus dem Geräusch der Knochen bestehen, die Odin dir bricht. Wer ihn befreit? Sein Akt der Gnade. Thors Rune. Oh. Entschuldigung, Ferdi. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war so begeistert davon, dass wir Thors Rune bekommen haben. Können wir die einbringen? Seine Rüstungsrune anscheinend. Rüstung wird durch Betäuben des Gegners erhöht. Das heißt, wir können das. Können sie nur hier reinbringen. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr erhöht sich der Wert für Quenkam-Schaden. Oder Rüstung wird durch Betäuben eines Gegners erhöht. Wir betäuben recht wenig Gegner. Also lasse ich ja die Rune, die wir haben, erstmal drin. Aber ich finde es ziemlich cool, dass wir eine Thors Rune bekommen haben. Das ist schon nicht schlecht. Hier vorne ist noch ein Reichtum auf dem Weg. Das gefällt mir auch sehr. Oh, ein Hirschhuf. Ich wollte eigentlich Nahrung von dem Hirsch haben. Aber ein Hirschhuf nehme ich auch erstmal. Vielleicht hast du Nahrung? Auch nicht. Und hier sind viele unterirdische Gänge und viele Reichtümer. Der Elfwald. Ob wir hier einfach reinspazieren sollten? Höchstwahrscheinlich nicht. Wir sollten das, glaube ich, vermeiden. Aber wenn wir uns vorsichtig hier rantasten. Ein Moment. Eieiei, was war das denn? Also, ein Raupe mehr, aber. Zack. Okay, da vorne ist auf jeden Fall Reichtum. Da drüben. Da hat jemand einen Schlüssel, den sollten wir uns wahrscheinlich erstmal sneaken. Pfeile sind auch gut. Gib mal her. Nimm dein Schicksal an. Was hat er nach mir geworfen? Schon, Grunzbacke. Dein letzter Fehler. Ui, Feuer, okay. Zack. Goliath. Ein Feuerspocker ist es. Cool. Mahlzeit. Haben wir einfach den Schlüssel? Haben wir den Schlüssel bekommen? Ich denke schon. Himbeeren einsammeln, dann haben wir wieder volle Mahlzeiten. Und das Reichtum ist unter uns. Schick.
Nice. Schlüssel, den haben wir. Können wir die Truhe öffnen? Yes. Tarnenhose. Plündern, plündern, plündern. Hier können wir, ja, die haben wir auch geplündert. Sehr schick, sehr schick. Alles rausgeholt hier. Weiter geht's. Buch des Wissens ist hier vorne. Unten. Also wieder einen Weg nach unten finden. Du bist tot. Okay. Neue Fähigkeit, Todestäuschung. Das klingt cool. Pfeile, Pfeile. Noch irgendwas Nices? Was hast du noch dabei? Bisschen Silber. Okay, schauen wir uns die Fähigkeit an. Todestäuschung. Täusche Gegner, indem du dich totstellst. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber es ist nicht unbedingt mein Spielstil. Aber es ist neat. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Und da hier vorne links ist auf jeden Fall auch noch ein Reichtum. Huch. Oh, das ist schon hier unten. Entschuldigung. Wir kommen mit dem Reichtum näher. Warten, bis das Feuer aufhört. Vielleicht nicht im Pfeilhagel. Beweg deinen Arsch, du dummer Sack! Steh nicht einfach rum! Ja, du komm, ja? Oh, reingejumpt. Ja, ah, der Gute hat auch das Reichtum. Das ist bestimmt ein. Schätze mal, das ist dann ein Tungstenbarren. Gib ihn mir, den haben. Gib mir den. Danke. Dankeschön, Mr. Goliath. Tungstenbarren erhalten. Nice. Vielleicht krieg ich dich zuerst. Könnte das sein? Oh, ausgewichen. Du bist ein kleiner Ausweicher. Zack. Cool. Das war erfolgreich. Ja, da oben ist noch irgendwo ein Reichtümchen. Klettern wir hier mal hoch. Klettern wir hier mal hoch. Nice. Und in die Richtung laufen wir. In Richtung Reichtum. Es war sehr erfolgreich hier. Ich hätte gedacht, dass das alles ein bisschen länger dauert oder ein bisschen komplizierter wird, aber gar nicht. Oh, war ich das? Wirklich.
Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Was essen hier? Oh, hey, Lady. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde gerne die Truhe öffnen. Truhe verschlossen. Okay, also wir brauchen einen Schlüssel. Hier hat aber jemand einen Schlüssel. Muss ich gleich mal alle plündern. Zack. So, dann schauen wir mal, wen wir hier noch plündern können. Ach, da liegt der Schlüssel. Hab ihn gefunden. Nice. Was zu essen, danke. Hier sind noch Pfeile. Die nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Noch mehr Pfeile. Dankeschön, Dankeschön. Küche ist voll. Hier war noch was. Das ist ein Geld. Ne, wir sind Titan. Entschuldigung, Wildschwein. Aber du hättest mich auch angegriffen. Das weiß ich. Okay, tragen wir die Lady einmal weg. Und tun wir uns die Tungstenwaren. Sehr nice. Direkt in Glue-Schesser auf Erbeutungstour. Hat sich ja schon gelohnt. Der kann uns Gunnar direkt was schmieden. So. Ich hoffe, dass wir den guten Gunnar auch relativ schnell finden. Vorne habe ich meine Markierung gesetzt. Da laufen wir natürlich erstmal hin. Und von da aus schauen wir mal im westlichen Teil der Stadt. In der Vereinigung der Flüsse Afena und Themse. Na, hier ist meine Markierung. Und dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Wo hier welche Flüsse münden. Hier so ist, müsste es sein. Ich würde mal sagen, wir laufen hier hin. Und das ist im westlichen Teil der Stadt. Ich denke mal, hier ist die Stadt. Und das ist so hier. Hier ungefähr. Mach mal hier den, mitten im Fluss, den zweiten. Und reiten auf jeden Fall Richtung Aussichtsturm. Und
zu hoffen, dass wir Gunnar dort antreffen. Dort in der Nähe. Wir werden das herausfinden. Jo, es ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Hallo, hier. Was sagt Zinnen dazu? Spähe für mich in die Ferne, Süle. Zinnen sagt da vorne, dass mehr sind Reichtümer. Das ist dieses Gebiet hier. Okay. Ein bisschen weiter links von mir ist das Gebiet. Gut, das Gebiet haben wir gefunden. Ja, hier so. Da bist du ja, Gunnar. Und mit einem Lächeln, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Du bist nicht Gunnar. Da ist Gunnar. Eivor, hier drüben. Na? Eivor, wusste ich doch, dass ich dich gerochen habe. Gunnar, okay. Du warst so schnell von zu Hause weg. Ich dachte, eine Valkyrie hätte dich entführt. So war es auch, diese Valkyrie hier. Brigid, Quell meines Herzens, das ist Eivor. Hallo. Nur eine besondere Frau könnte unseren Gunnar bändigen. Lavendine da, mit Maisie Greeley. Auch schön, dich kennenzulernen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl mir etwas von dir. Wann werdet ihr heiraten? Wie hast du hier mitten im Nirgendwo eine Frau gefunden? Sie kam durch die Siedlung und verkaufte Runen. Sie strahlte heller als jeder ihrer Steine. Sie bot mir einen Handel an, eine Rune für eine Brosche, die ich gerade machte. Ein guter Tausch für mich. Aber sie liebt dieses kleine hässliche Ding. Hast du Familie, Brigid? Nach Mama und Dad kann ich den Gilden anun. Können und hab Drews mich. Briggs Mama und Papa waren die letzte Hohepriesterin und der Aldermann. Sie sind nicht mehr hier, aber der jetzige Aldermann sorgt für sie. Ich würde diesen Aldermann gern treffen, wenn eure Familien jetzt vereint werden. Eine Verbindung geschmiedet in Liebe. Komm, suchen wir ihn. Und gib mir nicht die Schuld, wenn er ein, zwei Sachen über dich gehört hat. Kommst du mit, Brigg? Dem Jolch, ich tue Bags, aber ich sehe, Gumpas Gilly. Das Eivor Gal Klis Laun. Okay. Gut, dann verschwenden wir mal keine Zeit. Niemals. Der Aldermann hat also vielleicht ein, zwei Geschichten über mich gehört? Nicht nur von mir. Dein Name wird noch über Jahre auf den Lippen jedes Skalden sein. Und umherstreifende Wikinger beunruhigen die Mercer hier nicht? Sie kommen von überall her, um Sarwin zu feiern. Die meisten sind zu sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt, um auf uns zu achten. Sarwin, dafür sind diese geschnitzten Wurzeln? Für diesen Brauch? Genau. Lichter mit Gesichtern, um böse Geister abzuwehren und die Kinder heimzuführen. Sie sehen zum Fürchten aus. Lass uns ein paar davon mitnehmen. Hier vorne ist ein Händler. Und ein Reichtum sehe ich hier. Da unten. Mal sehen, was wir hier finden. Da ist der Aldermann. Kanon! Hübsches Geweih. Der Anführer, der sich um die Sorgen seiner Leute kümmert. Gehen wir zu ihm, wenn er fertig ist. Gut, dann stelle ich dich erstmal Tudor vor. Der grüne Haare? Die Hände kalt und feucht wie ein toter Barsch, aber das Herz am rechten Fleck. Er wird Kenons Nachfolger als alter Mann. Tudor, das ist Eivor, meine Clanführerin. Ah, ja. So wie Gunnar von dir sprach, erwartete mich ich... auf einem geflügelten Pferd? Dass ich Kranke und Blinde heile? Seine Schmeicheleien sind so stumpf wie sein Hammer. Mehr Heiden, die sich an unseren Tisch drängen. Wundervoll. Was führt dich her? Die Hochzeit eines Freundes. Was hast du für ein Problem? Bist du der nächste Aldermann?
Ich bin hier, um die Hochzeit meines Freundes voranzubringen und mein Gewicht in Ale zu trinken. Wenn ich ein paar Freunde finde, umso besser. Was hat die Freundschaft der Dänen dem christlichen Mercier gebracht? Könige von Gottes Gnaden durch Handpuppen ersetzt. Wir haben Stabilität gebracht, hüte deine Zunge. Diese Handpuppen beschützen euer Land und füllen eure Bäuche. Ich will keinen Dank, nur Gastfreundschaft. Äpfel! Eivor, warte, bis du den Apfelwein probiert hast. Den magst du doch, oder? Tudor, Apfelwein? Ach, du musst Eivor sein. Tudor, ich sehe, du hast unseren Ehrengast schon begrüßt. Du kommst gerade rechtzeitig für mein letztes Samhain. Auf deinen Wunsch heißen wir alle Heiden willkommen, die nach Gottes Glowecaster kommen. Tudor, als dein Erntekönig verlange ich, dass du dir die Rübe aus dem Arsch ziehst und fröhlich bist. Warum ist unser Bild so dunkel? Du bist also hier, um die Familie weird. Zu treffen, bevor er meine Brigitte fortbringt, um die Braut eines Schmieds zu werden? Wir fühlen uns geehrt, dass sie Teil des Rabenclans wird. Doch das Grün hier können wir kaum überbieten. In dieser nebligen Jahreszeit muss ich mein Mädchen und mein Land fortgeben. Doch Gunnar ist ein guter Mann und er spricht ständig von dir. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich muss mich noch um etwas kümmern. Ach ja, der Schrein. Bei so vielen Dieben und Bestien hier läuft man glatt Gefahr, im Dienste Gottes umzukommen. Okay. Keller, ich brauche keine Heidin zum Schutz. Oh, er wird in den besten Jahren niedergestreckt, ohne eine Erinnerung an warme Schenkel oder Apfelwein, um sich im Jenseits daran zu erfreuen. Bei meiner Ehre, dann werde ich nicht ruhen, bis er wohlbehalten zurück ist. Einverstanden, Tudor? Dann bin ich wohl überstimmt. Nur was will eine Dänin bei der Preisung des heiligen Kühnechelm? Gott wird weinen. Meine Geliebte, ruft Eivor. Falls du dich anschließen willst, wir gehen nachher noch zu einem Mummenspiel. Geht, möget ihr eine eiserne Freundschaft schmieden, aber gebt auf Feen, Sumpfwesen und Böses Acht. Ich muss einem Gelübde beiwohnen, einen Lehrling einführen und ein Schwein schlachten. Viel Spaß. Sollen wir? Ich muss mich mit Theodor anfreunden. Da er uns nicht mag, ist es meine besondere Ehre, Freunde mit ihm zu werden. Um zu zeigen, wie toll wir sind. Sarwin. Kenon gesteht diesen Heiden zu viel zu. Das schaffe ich als erstes ab, wenn ich Aldermann bin. Feuer und Zauberei. Geister in der Luft. Glowecaster Shear hat sich von Gottes Licht entfernt. Die Menschen brauchen Gründe zum Feiern. Vor allem vor Wintereinbruch. Ein Fest bringt Wärme und Freude. Das Licht Gottes schwindet in kalten Lichten. Er hat ihn einfach umgeboxt. Doch die Winter sind hart für die Kinder. Sie herumtollen zu sehen. Macht einem das Herz leicht. Gibt es Priester in euren Landen? Ich habe wenige getroffen und noch weniger gemocht. Das Weltliche wurde hier nie hinterfragt. Ich allein stehe für die Neuordnung ein. Sie sind eine Herde, die eines Schäfers bedarf. Und wie wirst du diese großen Änderungen einleiten? Fehlt Angst von dem Reiter. Die Kirchen strömen und wir werden dem Herrn für seine Gaben danken. Und nicht den falschen Götzen aus Holz und Lehm. Und doch beten wir vor dem Abbild eines anderen? Oder ist dieser kühne Helm dein Gott? Nein, so nennen wir ihn auch nicht. Er ist nur dem Ohr des Herrn näher. Dort auf der Weit unter Dornen verloren, liegt Kühnechelm zum König erkoren. Ist es hier nicht wunderschön, Eivor? Ja. Siehst du, der Weg ist frei von Gefahr. Deine Begleitung ist nicht vonnöten. Du bist ein wärmerer Mensch als die Maske, die du trägst. Und du wirst mich nicht los. Ich werde mein Wort gegenüber Kenon halten und dich sicher zurückbringen. Jupp. Aber vorher machen wir das kaputt. So machen, sprich mal zu dir. Ich verstehe diese christlichen Gebete nicht. Ich danke Odin im Stehen. Warum sich die Knie schmutzig machen? Um uns vor Gott demütig zu zeigen. Zudem habe ich mir schon bei Schlimmerem die Knie schmutzig gemacht. Das klingt nach einer Geschichte, der ich gern mein Ohr leihen würde. Bitte, Eivor, ich muss beten. Sollte ich zusehen oder mich wegdrehen? O Herr, schenke deinem unwürdigen Diener dein höchstes Gut. Geduld. Wegdrehen. Ich werde dein Gebet nicht unterbrechen müssen, um dich zu beschützen. Und doch kannst du es anscheinend nicht lassen. Was hast du denn bitte gesehen? Ein Hasen? Bring dich in Sicherheit.
sucht er ein Versteck. Wo kommen die her? Er lebt, das Schwein. Ja, nicht das Pferd. Hallo? Entschuldigung? Der Ebe hat mein Pferd getötet. Unser Pferd ist draufgegangen. Das war alles andere als knapp. Das arme Pferd. Sad. Danke dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Gut, dass ich hier war, um dich zu beschützen. Vielleicht hat Kenon das zweite Gesicht. Teufelsbrut. Gespaltene Hufe von Lucifer gesandt. Dieses Land muss zu Gottes Gnade zurückfinden. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach in ihrem Revier. Herr, wir danken dir für deinen Schutz. Hier ist es nicht sicher. Gib mir einen Augenblick zum Beten, Eivor. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten nach Gloucester zurückkehren. Außer du möchtest dem kleinen Märtyrer hier für das heutige Festmahl danken. Ich bin kein Kleinkind, das im Wald ständig bewacht werden muss. Geh ohne mich vor. Ich gab Kenon mein... Ja, ja, dein Wort. Und wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass du mich vor den Hauern dieses Teufels bewahrt hast. Und Eivor, ich schulde dir zumindest, dass wir anstoßen, wenn du magst. Du findest mich beim Fest. Du betest in dem Eber. Das sieht nicht unbedingt. Ja. Gut. Dann lassen wir mal beten. Sprech mit Günner. Ganz wer möchte. Wenn wir noch mehr Eber kommen, das ist dein Problem. Hey Gunnar! Na ihr? Eivor, da bist du hier! Hier bin ich. Also, welche Abenteuer hast du ohne mich erlebt? Ich habe Tudor zum Schrein eines christlichen Heiligen gebracht. Der Weg war nicht ganz friedlich. Ein paar Keiler machten ihre Aufwartung. Odd, but path now usually south. To the Griever. Aber du hast ihm die Haut gerettet? Das hätte ich gern gesehen. Euch beide zusammen. Es geht mir gut. Ich habe Zweifel an Tudor. Ich brauche was zu trinken. Ich habe mein Wort gegenüber Kenon gehalten und das Küken Tudor lebt. So zurückhaltend, Eivor? Ich hätte eher erwartet, dass du dem jungen Manieren einprügelst. Ich habe dem Großteil Englerlands die Hand gereicht, Gunnar, und mich bei Schlimmeren als Tudor gezügelt. Ich brauche was zu trinken. Dann probier den Apfelwein aus der letzten Ernte. Skål! 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 So, du hast mich zu einem Mummenspiel eingeladen. Was für ein Unfug ist das? Nigwiskalan will a spreadjan in Creatures of the Vale. Ach so. The bag for treats. Oh, interessant. Die Bewohner von Gloucester halten ihre anderweltlichen Besucher für verfressen. Und wenn du wie einer aussiehst, hast du auch was davon. Einfach so? Das kenne ich sonst nur von Festmahlen. Dann machen wir ein Untier aus dir und lassen dich für Speis und Trank über die Hügel streifen. Das ist doch keine Verkleidung. Nur ein Umhang und ein paar Knochen. Ach was? Du verkörperst die Marilut perfekt. Dann ziehen wir mal los. Werde zu Marilut, dem Geist, der für Kuchen und Ale singt. Und du darfst den Umhang nicht ablegen, bis wir wieder gehen. Ich behalte ihn an. Doch selbst mit einem Messer an der Kehle bringt man mich nicht auf Befehl zum Singen. Schade. Ich kenne deine Stimme, glockenklar. Lerchen fallen von Neid vom Himmel. Gunnar, wenn sonst niemand so angezogen ist, scheuch die Schafe in deine Schmiede. Das Haus, auf jeden Fall. Siehst du das auch, Ref?
klopf. Bitte, was willst du denn? Oh, Marilut, stimmt, stimmt. Wir haben dieses Jahr Kuchen statt Bier. Sauwin Nacht und der Mond erwacht. Marilut spukt an der Tür. Ich wollte dasselbe sagen. Süß will ich essen, bin wie besessen, kam sogar her dafür. Die Luft ist kalt im dunklen Wald und ein Geist trägt sein Gespür. Süß will ich essen, bin wie besessen, kam sogar her dafür. Haha, hier, Süßes für Marilut. Du hast es dir verdient. Nice, Süßigkeiten. Spielst du die Rolle eines trickreichen Geistes? Können trickreiche Geister sehen? Die Augenlöcher dieser Maske sind furchtbar. Es braucht nur eine Maske und süße Kuchen, um dich in einen fröhlichen Skalden zu verwandeln. Ich werde nicht singen, Gunnar. In dem Nebel der Nacht gehört, sahen sie eine Frau auf dem Kreuz. Ganz im Weiß. Und die Kinder wussten, Hinter nu! So spät nicht mehr im Dunkeln. Flopf. Den Göttern sei Dank. Wir warten schon den ganzen Abend auf Kinder, damit wir die Sachen loswerden und wir feiern gehen können. Nimm etwas mehr. Okay. danke. Na, Kerle, die zu viel trinken, machen den Kleinen Angst. Okay, wollen wir noch ein Haus? Mächtige Kriegerin, Türklopferin, Kuchenbezwingerin. Denn hier waren wir schon. Zu plündern, was man dir freiwillig gibt. Ich mache gute Beute. Und es ist ein Brauch, den zu wahren sich lohnt. Da oben kommen wir noch hin, vielleicht? Eine Tür fehlt auf jeden Fall noch. Oh, hallo, Hinas. Schauen wir mal mit das Haus. Entweder das ist das Haus, das wir noch plündern können. Also, ne, nicht plündern. Erfragen können, was Süßes bekommen. Gehen wir mal hin. Muss halt die Eingangstür finden. Hier ist keine Eingangstür. Ich glaube, das ist nur ein Stall. Genau wie das hier. An der Tür waren wir noch nicht. Oh ne, ich glaube nicht. Auf oder? Haben wir gerade eben? Könnte sein. Bist du bereit, mit mir zu reimen? Geradeaus vor meinem Haus sieht man den Schleier schon. Hoffentlich wird diese Marilut nicht drohen. Ich gehe umher, klopf viel und sehr. Ihr will Kuchen und Bier zum Lohn. Ich geh umher, klopf viel und sehr. Will Kuchen und Bier zum Lohn. Sehr gut gereimt. Danke. Sieh sich einer die Kuchen an. Honig süß, Gunnar. Guck dir das an, Gunnar. Meine Kuchen. Gunnar. Was siehst du, alte? Ich glaube, wenn wir erschrecken, der Gute. Gunnar, wo bist du? Gunnar? Gunnar! Und verpiss dich in dein vollgeschissenes Erdloch! Du bist entweder furchtlos oder dumm, Junge. Dass du so mit einem vom Rabenclan sprichst. Passender Name für Plünderer. Flugratten, die nähen, was ihnen nicht gehört. Ich pick dir die Augen aus und geb sie deinem Gott zu fressen. Gunnar, wir sind hier Gäste. Lass ihn gehen und wir ziehen weiter. Du willst dir heute unbedingt die Nase brechen? Da helfe ich gern. Christ im Tor. Leiche! Greif Gunnar nicht an, Bro. Euch sollten wir lebendig verbrennen. Mach das nicht nochmal mit, mein Gunnar. Bist du sicher, dass du nicht in Glowercaster bleiben willst?
Die wissen, wie man Spaß hat. Boom. Dropkick. Was? Oh, ne, so meint das nicht. Spät. Halt, Großband! Mein Bein! Gunnar! Wie eine Wahl ist McCallon! Ich glaube, Gunnar hat sie verletzt. Genug! Schlägereien gehören auf die andere Seite des Flusses. Hier sind Kinder. Du hast mir nichts zu sagen, Trude. Thomas Pfeilmacher, ich habe dich in diese Welt gebracht. Dir das Geburtsblut deiner Mutter abgewischt. Hüte deine Zunge. Dann zeig mal das Bein her. Ist nichts Schlimmes. Vorsicht mit dem alten Mann. Seine vielen Winter zählen selbst schon als Wunden. Tilukis. Was? Danke für deine Hilfe. Kommt wieder in Ordnung. Wer bist du? Dieser Kerl nannte dich eine Drude. Ich führe jene, die in Gloucester den alten Bräuchen folgen. Aber meine Heilkunst biete ich auf beiden Seiten des Flusses an. Gwyneth, Liebes, geh zurück zum Haus und bring mir die Knoblauchsalbe. Und die Würmer? Reinigen wir oder schneiden wir, Mutter? Ja, bring sicherheitshalber auch die Würmer. Nun geh, Kind. Ich verspreche, ich schneide es nicht ab, ehe du zurück bist. Hey, ihr, gebt mir Kraft! Mam Modren ist nun am Humor tausch getran. Schön, dass ihr meine tödliche Wunde alle so lustig findet. Geh, Eivor, vergnüg dich und versuch Tudor ein bisschen locker zu machen. Modron, du musst sein Bein nicht retten. Ich hätte da Verständnis. Das Bein wird schon wieder. Aber keine Arznei Englerlands vermag sein Gesabber aufzuhalten. Ich kann keine Wunder wirken. What? Ah, Stücke. Ah, die ist so ganz schön. Ich wollte da gar nicht raufklettern. Ich wollte eine Runde schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Und tauchen. Ein bisschen paddeln hier. Ja, ich wollte den. Hier ist ein Tattoo. Den Wurf. Den schnappen wir uns doch direkt mal. Wenn wir hier die Brücke hochkommen. Hoch da. Okay, und es geht los. Sieht der gar nicht weg? Nee. Ah, jetzt fliegt er weg. Okay. Daher. Wo ist es hin? Da. Mal gucken, ob ich es noch bekomme. Schätze ich ja mittlerweile nicht mehr. Aber so, mal schauen. Ich sehe es nicht mehr. Nee, ich habe so ein Augen verloren. Nicht so schlimm. Gehen wir erstmal zu Tudor. Wir müssen dann noch den Aussichtsturm da hinten einnehmen. Aber ich denke, wir kommen früh genug in die Richtung. Nicht ins Feuer springen. Aber ich möchte einmal zum örtlichen Händler gehen.